Hi, ich bin Aras, studiere Informatik im dritten Semester. An Informatik habe ich Interesse seit meiner Kindheit, aber ich habe nicht wirklich was draus machen können. Und nach dem Abitur wusste ich halt gar nicht, was ich studieren soll oder ob ich überhaupt studieren sollte. Und dann habe ich gesehen, dass die Fakultät für Mathematik und Informatik an der Uni ein Sommercamp Informatik anbietet. Da dachte ich mir so, okay, mach's mal mit. Und Gott, das war ein unbeschreibliches Erlebnis. Da wurde es mir klar, die Sachen, die man mit Informatik machen kann, sind theoretisch unendlich. Und ab dann wusste ich, ich will nichts anderes studieren. Meine Fakultät für Mathematik und Informatik ist direkt am Campus, im Herzen der Stadt. Wenn ich hier zum Beispiel 14 Uhr Vorlesen zu Ende habe, kann ich ein paar Minuten später in der Mensa mit Freunden essen gehen oder 10 Minuten später treffe ich mich mit Freunden im Zentrum. Die Vorlesungen werden vor allem online gestreamt, fast alle, und die werden halt auch aufgezeichnet. Die kann man sich auch später dann anschauen. Man arbeitet dann an den Hausaufgaben zusammen und da bildet sich langsam so eine enge Freundschaft aus den Gruppen, nur weil man zusammen Bock auf das Gleiche hat. Mein Studium lässt mir auch mehr als genug Freizeit übrig und die Freizeit nutze ich auch für mich selbst. Der Unisport bietet eine Mitgliedschaft an, die Unisportcard, womit man sehr, sehr viele verschiedene Aktivitäten nutzen kann. Jena ist so eine geile Stadt und deswegen wollte ich Jena auch nicht verlassen. Ich bin immer noch hier geblieben und ich habe auch noch vor, sehr, sehr lange hier zu bleiben.